Nach den E-Mail-Funktionen kommen wir jetzt zu den nächsten Kommunikationsfunktionen. Das heißt, wir haben also die Mitteilung schon besprochen. Das ist also eine kurze Nachricht. Wir haben die Quick Message und wir haben die Klassen-Quick Message. So, jetzt werden Sie hier mal genau schauen. Jetzt sehen wir hier diese Quick Message nicht. Sie ist in der sogenannten Mitgliederliste hinterlegt. Das heißt, entweder Sie gehen hier auf die Mitgliederliste oder auf der linken Seite in die Mitgliederliste. Hier ist die Quick Message an alle. Das heißt also, das ist die berühmte Klassen-Quick Message. Die gibt es zweimal, um an sich dort den direkt. Es kommt zwei Wege führen zum selben Ziel. Fangen wir damit an. Auf der Mitgliederliste sind ja unsere Mitglieder. Das heißt, alle Mitgliederanzeigen sehe ich dann sozusagen die anderen auch. Und ich habe jetzt hier einen Schüler und jetzt geht's los. Ich möchte diesem einen Schüler eine Nachricht schicken. Das könnte ich also per E-Mail machen. Oder ich mache es per Quick Message. Dazu gibt es dieses Symbol. Und wenn dieses Symbol mal nicht da ist, dann lernen Sie jetzt, haben wir die vier Quadrate und hier kommen die weiteren Funktionen und hier haben wir an sich alles Quick Message, E-Mail und hier könnten Sie das Ganze auch in den Messenger aufnehmen. Also ich würde jetzt hier dem Schüler, den ich gerade ausgewählt habe, eine kurze Nachricht senden. Ich kann ihm eine Datei anlegen und nur Lehrer können sogar eine Bildtelefonverbindung aufbauen. Das können die Schüler von ihrer Seite her nicht. Wenn ich auf Versenden gehe, dann würde der Schüler diese Quick Message erhalten und sie auch in der App angezeigt bekommen. So, das wäre die Möglichkeit, dass sich alle machen. So, ich könnte aber jetzt auch allen Schülern eine Quick Message schreiben. Achtung, ich habe vorher die angezeigte Rolle Schüler ausgewählt, gehe auf Quick Message an alle. Und schreibe der Testklasse. Das heißt, also dies, was ich gerade ausgewählt habe, hat keinen Einfluss auf die Klassen-Quick Message. Ich schreibe also auch allen Lehrern, die sich darin befinden. Zweiter Weg, ich gehe über die Klassen-Quick Message. Ja, Quick Message an alle. Und da sind Sie ja wieder an derselben Stelle, wie Sie schon mal waren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen beiden Wegen? Dazu gehe ich nochmal auf die Mitgliederliste. Hier gehen Sie direkt in das Mitteilungsformular rein und über die Klassen-Quick Message. Hier sehen Sie sozusagen den Verlauf und können im Verlauf dann auch eine Nachricht an alle schreiben. Wenn das Recht nicht richtig eingestellt ist, kann dann auch jeder Schüler eine Klassen-Quick-Message schreiben. Und das ist dann schon, ich sage immer kontraproduktiv, weil dann, hallo, wie geht's dir? Weil die haben den Sinn einer Klassen-Quick-Message nicht verstanden. Also, das kann man deaktivieren lassen. Ausgangspunkt für den Messenger-Dienst ist die Mitgliederliste. Punkt 1, einzelne Quick-Message oder Quick Message an alle. Wenn es wirklich mal schnell gehen muss und wenn Sie wissen, dass Ihre Klasse sowieso alle Handys haben, dann lohnt sich diese Verfahrensweise natürlich. Achten Sie drauf, hier bekommen auch alle Lehrerinnen und Lehrer Ihrer Klasse die Nachricht. Zum Abschluss der Funktion der Klassen Quick Message oder der einzelnen Quick Message. Die Bedeutung des Messengers, das ist also die dritte Mitteilungsfunktion oder besser gesagt, das ist das eigentliche Programm und das befindet sich in Privat. Da haben Sie in dem Bereich Kommunizieren den Messenger und hier haben Sie also sowohl den Kontakt von, also auch den Verlauf der vorhergegangenen Kommunikation. Hier können Sie Ihre Mitglieder anzeigen und hier können Sie Mitglieder aufnehmen. Das heißt also, wenn Sie ausgewählte Personen eine intensive Kommunikation über den Messenger haben, das ist ja, ich darf das jetzt mal nicht so laut sagen, aber das ist ja doch wie WhatsApp, Telegram, Signal. Das sind Sie ja eigentlich alle und unsere Schüler und Schülerinnen haben das sehr schnell erfasst, dass das genauso gut geht, weil Sie können ja auch alles damit schicken und es ist auch eine sichere Seite. Das heißt also, ich bin in meiner Klasse, gehe in die Mitgliederliste, das kennen Sie ja schon, und habe hier
wenn ich jetzt mal alle Mitglieder anzeige, hinter dem jeweiligen Schüler oder vor dem jeweiligen Schüler die weiteren Funktionen und im Messenger aufnehmen. So, Mitglied aufgenommen. Und das ist jetzt, was ist jetzt passiert? Er hat nichts anderes gemacht als diese Adresse, die ich jetzt gerade ausgewählt habe, in meinen Messenger-Dienst einzutragen. Das heißt also in Messenger aufnehmen. Und von hier aus kann ich dann genauso wie in einer Mitgliederliste eben nur dann recht zielgerichtet, wenn ich immer mit denselben Leuten arbeite, auch Nachrichten schreiben. Zum Abschluss, was ist der generelle Unterschied zwischen einer Quick Message und einer Mitteilung? Eine Mitteilung ist wie eine Durchsage auf dem Bahnhof, also eine Richtung, und bei einer Quick Message oder überhaupt einer Message erwarte ich eine Antwort. Also da ist der Dialog gefragt. Entscheiden Sie selbst, wann Sie die Mitteilung nehmen und wann Sie eine Quick Message nehmen.